Willkommen zurück zu Sims 4. Ja, willkommen. So, Start. Er muss in einer Stunde zur Arbeit, sie ist frisch geduscht und frische Hygiene. Bei denen scheint es wohl immer noch zu regnen, ja. Und was macht sie? Ich finde, du redest ein bisschen zu langsam. Ich? Ja, Ja, dreimal okay. so schnell wäre geil. Na, auf jeden Fall, Was macht sie denn da? keine Ahnung, sie steht im Wasser und will schwimmen. Oh ja, lass sie mal ein bisschen schwimmen. Ich glaube, sie hat ein ganz bisschen zugenommen. Wir hatten aber noch was vorgehabt, was wir eigentlich vorbereiten wollten. Jetzt machen wir alles andere, nur Was nicht das. denn? Sag mal. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Wir wollten die beiden heiraten lassen. Aber jetzt waren wir bei einer Magieparty, jetzt waren wir beim Outfit ändern, jetzt waren wir Beim gleich bei Arbeiten. der Arbeit. Alles andere als ja, Hochzeitsvorbereitung, Verkündung oder auch mal die Eltern kennenlernen. Ja. Haben wir einen Computer? Wir brauchen mal einen Ja, wir haben einen Computer. Computer. Wo denn? Neben dem Kühlschrank. Ja. Ich habe eine Idee, dass er nicht ständig zum Kühlschrank muss. Jetzt ist es eh zu spät. Na gut, ich lasse mal die Trulli noch ein bisschen schwimmen und er kann noch kurz essen. Mitmachen oder allein nur schicken? Langsam wird es anstrengend, oder? Was? Mitmachen? Jo. Darf ich diesmal? Dann wechseln wir mal die Plätze. Na gut. Ich versuche mal im Schnelldurchlauf die Sachen zu erfüllen, damit wir möglichst schnell wieder zurück sind. Und dann können wir was vorbereiten. Das wäre cool. Jo. Aber du weißt, im echten Leben muss man erstmal fragen. Aber bei den Sims eigentlich auch. Ich frag doch nicht. Tägliches Experimentieren. Ich mache hier immer schon Stopp, um zu gucken. Also er braucht ein Kristall. Eine Frucht hat er dabei, das weiß ich hier. Ich habe gesehen, dass er noch Blumen hat. Frucht oder Blume und den Simray erfinden. Ich habe heute auch Blumen angepflanzt, die müssen nur noch wachsen. Kann er die eigentlich schon ernten? Nö, aber hier kannst du neue kaufen. Das ist gut. Und ich zeig dir auch warum. Weil er die dann hier im Inventar hat. Und wenn er sie für die Arbeit nicht braucht, dann kann er die immer noch essen. Wie essen der Samen essen? Naja, es sind immer ganze Früchte, so richtige Samen gibt es nicht. Mhm. Also wie du siehst, hat er hier zum Beispiel Bananen bekommen, Salbei, Paprika und so weiter. Und die Sachen kann er natürlich auch für seine Experimente nehmen. Und er kann die hier einpflanzen. Apfelkerne, ja. Beispiel. Ich weiß nicht, ob der Apfelbaum hier drin wächst. Wir können es ausprobieren. Der braucht ein bisschen Platz. Das Gute ist, wenn wir hier was kaufen, ist das kostenlos. Weil es ein Labor ist. Richtig, weil es quasi seine Arbeit bezahlt. Finde ich auch gut. So. Wir können ja rein theoretisch hier drüben dann noch einen Baum hinstellen oder so. Müssen wir mal gucken, wie es passt. Ja, mach mal. Oh, seltene Pflanzen. Das ist cool. Was kommt dann da raus? Seltene Pflanzen. Muss man die nicht in die Erde packen? Aber erstmal kannst du sie hier kaufen. Wir schauen einfach mal. Weil, wie gesagt, alles, was du hier kaufst, musst du halt nicht bezahlen. Und das ist schön. Dann hat er gleich Sachen im Inventar, da kommt er normalerweise noch nicht ran. Ja, komm, mach mal. So, mal schauen. Ja, Granatapfel. Ja. Und den anderen kann er auch gerne essen. Und wir können ja noch Sachen einpflanzen, die nicht so lange brauchen, bis sie ausgewachsen sind. Basilikum zum Beispiel. Das braucht auch nicht so lange. Gänseblümchen. Das hat nicht lange zu brauchen.
Apfel braucht nicht lange. Paprika weiß ich nicht. Aber Spinat braucht auch nicht so lange. Pflanzen wir hier einfach mal ein paar Sachen ein. Und dann kann er sich hier nämlich auch drum kümmern und auch hier seine Durchbrüche bekommen. Ich weiß, dass es nicht seine Aufgabe ist und eigentlich wollte ich das auch gar nicht machen. Aber ich sag ihm mal, der soll das alles einpflanzen. Naja, mal schauen, wie lange der Baum braucht. Nur ein paar Tage, also wahrscheinlich das übernächste Mal ist der schon soweit. Echt? Wenn bei uns bloß die Bäume so schnell wachsen würden, dann würde ich bei mir sofort auf dem Hof anfangen. Ja. So, er soll jetzt Früchte oder Blumen analysieren. Also lasse ich ihn. Ach, der kann auch gar nicht joggen. Weil sonst joggen die hierher. So. Analysieren, ein Apfel. So, komm mal her. Ja. Was hast du noch von Mission? Ja, was musst du noch alles machen? Danach lasse ich ihn was essen. So, Simray erfinden. Ach, wir haben ja immer noch kein. Oh, da war ja was. Einen Kollegen mein Kristall bitten. Das fehlt noch. Da sehe ich gerade noch Apfel. Ach, er ist den nebenbei? Ja, analysiert. Ja. So, er soll sich ein bisschen beeilen. Okay. Jetzt bittet er seinen Kollegen. Also wir machen das gerade nur im Schnelldurchlauf, weil wir eigentlich noch was anderes vorhatten. Ja, wir wollen immer noch die Hochzeit vorbereiten, aber er muss ja auch mal zur Arbeit, leider. Dadurch wird er aber tolle Gerätschaften bekommen. Er darf heute mal alles ein bisschen schneller machen als sonst. Vielleicht ist er dann noch weniger K.O., wer weiß. Ja, naja, das werden wir ja dann rausfinden. Eigentlich ist es anstrengender, aber. Ist okay, du hast genug. Und verbrennt er sich immer noch die Pfoten? Was denkst du denn? Ja. Beliebiger, gewöhnlicher Kristall. Er kriegt nur noch seltene Sachen? Nur ist doch gut so. Nein, das ist nicht gut, weil er damit das Ding nicht machen kann. Dann musst du ihn nach weniger seltenen Sachen fragen als seltenen. Ja. So witzig. Ja. Wenn ich mir das aussuchen könnte, hätte ich das ja. Gib mir ein Kristall. Wenn nicht, müssen wir mal welche am Computer bestellen. So, jetzt reicht's mir. Ich bestell jetzt hier. Also, man kann hier bestellen. Wer es noch nicht weiß und mit den Kristallen sich genauso ärgert. Eigentlich kann man hier bestellen. Wie geht denn das nicht? Vielleicht als Geschenke? Ja, weiß ich auch nicht. Du kennst das Spiel ja besser.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich könnte es gar nicht mehr in Simrail kann man bestellen. Das ist jetzt nicht gut. Ist zwar schön für ihn, dass er immer seltene Sachen findet, aber es behindert ihn ja. Ja, die berufliche Karriere wird ganz schön beeinträchtigt. Früher hast du nur alles Mögliche bekommen. Da konntest du dir das überhaupt nicht aussuchen. Einen gewöhnlichen. Oh, endlich! Hamas? Ja, endlich haben wir einen gewöhnlichen. Ich meine, ich fühle mich ja geehrt, aber boah. Es nervt, sage ich immer dazu. Vor allem, ich sag dann noch so großspurig, ja, wir machen das in kürzerer Zeit. Und Ja, dann kommt siehst genau du. das Gegenteil raus. Ihr kennt das doch. Wenn ich mal was plane, dauert es meist länger. Ist ja nicht normal. Weil sich immer irgendwas verändert oder man hat irgendwas vergessen, leider Ich Gottes. mach mal hier noch so zur Deko so diese komischen Metalle. Die haben nämlich Umgebung 2, dann fühlt er sich gleich viel wohler. Ich bin auch wieder gleich aktiv richtig dabei, denn ich muss noch ein kleines bisschen was vorbereiten. Erzähl nicht so viel. Ja. Ein kleines Geheimnis darfst du auch bleiben. Deswegen ist auch Bionade gut dran. Aber nur deswegen. Außerdem kennst du das Spiel besser und ich bin mal froh, wenn sie mir mal ein bisschen Abhilfe schafft. Und ich bin auch mal froh, wenn ich bei ihr ein Hier, bisschen was deine zuschauen kann. eigene Simray ist so eine Strahlenpistole. Du kannst ihm einen Namen geben. Sag mir einen coolen Namen. Simway, Strahlenpistole. Wie heißt dieses Pferd? Troja. Das ist ein cooler Name. Ja, eben. Troja. So. Und deine erste Aufgabe ist, du sollst einen Kollegen einfrieren. Oh, echt, das ist ja gemein. Aber nimm doch nicht gleich deine beste Freundin. Okay, die kenne ich nicht, die Ist doch kannst du deine nehmen. beste Freundin. Erstmal bitten wir sie noch um ein Kristall. Bevor sie so, ja, naja, zur Sorry, Frostbrut sie wird. hat keinen. Sie wird direkt geblitzdingst. Echt? Ja, lecker keinen. Das Paka-Aua. Emotionale Kontrolle. Uiuiui, guck. Aber damit macht er sich keine Freunde auf Arbeit. Du kannst ja wieder rausholen. Das mache ich auch gleich wieder. Siehste? Oh, sie ist ganz blau. Hast du noch ein Kristall, sonst wirst du auch gefroststrahlt. Ja, mach das mal. Nee. So, und bevor du dir da weiter Sachen anguckst, wir sollen ein Rot- und Heiß-Serum. Oh, bisher sind wir nur mittelmäßig gut. Wie lange haben wir denn noch? 54 Minuten, na, vielleicht reicht's aber. Ja, es gibt dein Bestes. Dann beeil dich. Du musst ja nur noch eine Sache schaffen. Du wirst ja nicht eine ganze Stunde brauchen, oder? Uiuiui. Er hat's geschafft! Meine Güte. Jetzt sollst du es noch schnell trinken. Los, rein Die Mutter damit. auf Toilette, oder wie? Rein damit! Tanzt der jetzt hier rum? Oh, ich schätze mal, die Folge ist gleich zu Ende. Ja. Er wurde befördert. Also, richtig schnell war es nicht, aber wenigstens haben wir es noch geschafft. Hat Er das. bekommt 7 Simoleons mehr pro Stunde und bekommt 39 pro Stunde. Er hat einen Bonus erhalten, eine neue Tischlampe, neue Klamotten. Seine nächste Schicht beginnt mittwochs um 10. Also, wir wissen jetzt, dass er 10 bis, naja, Also nächsten Tag. 10 bis 18 Uhr arbeitet. Rein theoretisch können wir ihr in der Zeit auch was suchen. Was hältst du davon? Dass sie vielleicht Rettungsschwimmerin wird? Das war eine Idee, weil die sind ja eher am Strand. Sie schwimmt gerne viel Ja. und da könnte sie das eigentlich ganz gut machen.
Warum sollte sie nicht das machen, was sie eh gut kann? Das bringt sie in der Karriere auch mehr hoch. Ist aber auch im wahren Leben gut, auch so. Man sollte beruflich seinem Herzen folgen. Naja, darüber lässt sich streiten. Gut. Aber was man eh gut kann, macht man auch beruflich gut. Das ist schon klar. So. Ja, wir kehren jetzt zurück und werden schon mal still und heimlich was vorbereiten. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge zum Thema Liebe. Genau, wir wollen ja was vorbereiten. Da war ja Bis was gewesen. dahin. Dann bin ich auch wieder da. Tschüss. Tschüss.